Two assassins. Equal in height. One female, one male. 2 decades old, and those devilish smiles. You must be the Fry twins. And you are? Henry Green, at your service. Ja, und damit hallo zu einem kurzen Vorschauvideo zu Assassin's Creed Syndicate von Ubisoft. Ubisoft hat uns in der vergangenen Woche nach London eingeladen, wo wir die Möglichkeit hatten, das Spiel für ein paar Stunden anzuzocken. Wir haben ein ausführliches Hands-on mitgebracht, das findet ihr wie immer auf xbox.de. Und hier im Video wollen wir euch ein paar bewegte Spielszenen zeigen, die wir aus London mitbringen durften. I'm gonna kick the shit out of you. Assassin's Creed Syndicate erzählt euch die Geschichte der Zwillingsgeschwister Jacob und Evie Fry. Im Bild seht ihr gerade Evie. Die Gute ist auf der Themse unterwegs und ja, damit wäre dann der dritte Hauptcharakter des Spiels praktisch vorgestellt, und zwar London. Der Schauplatz ist ja Assassin's Creed typisch mal wieder von absolut größter Bedeutung. Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Handlungsstränge, ja, und im Endeffekt das zentrale Element der Hintergrundgeschichte. Das Spiel schickt euch einfach an unfassbar viele bekannte Schauplätze und Orte, ob es die Stadtviertel Westminster und Whitechapel sind, ob es der Buckingham Palace ist, der Big Ben. Ihr werdet auf historisch relevante Personen treffen, wie Charles Dickens, Charles Darwin, Karl Marx ist noch dabei. Ich habe selten in einem Videospiel eine Spielwelt erlebt, die auf einer realen Umgebung beruht, basiert. Und dabei so authentisch rüberkommt wie in Assassin's Creed Syndicate. London ist fantastisch designt. Der viktorianische Stil der Stadt ist perfekt umgesetzt. Die Stadt lebt. Es gibt Menschen in Hülle und Fülle, die auf den Straßen durch die Gegend laufen. Hier links mit Schiffen über die Themse tuckern. Mit Kutschen von A nach B fahren. Also in Sachen Lebendigkeit gibt es auch überhaupt nichts zu meckern. Ein bisschen was zu meckern gibt's bei der Spielmechanik. Die ist zwar nach wie vor sehr abwechslungsreich und wird auch durch neue Elemente erweitert, wie hier gerade den Greifhaken, den man so vielleicht in Batman Arkham Knight schon mal gesehen hat. Das Ganze funktioniert aufgrund der ja ein bisschen schwammigen Steuerung und teils ungenauer Kameraführung leider nicht immer optimal. Ja, und in Schleichabschnitten wie dem hier ist dann nochmal die relativ unpräzise Steuerung, kein Vergleich zu dem Metal Gear Solid, und andererseits die Intelligenz der Gegner, die dafür sorgt, dass einem das Leben an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwerer gemacht wird, als es vielleicht sein müsste. Innerhalb von Gebäuden ist das Ganze noch verhältnismäßig einfach und gut zu handhaben, sich an Gegner heranzuschleichen, ohne dabei entdeckt zu werden. Gerade wenn es nach draußen ging, hatten wir während unserer Test-Sessions dann aber doch das ein oder andere Mal die Situation, erspäht zu werden, ohne aktiv geworden zu sein. Und das ist dann gerade in Abschnitten, in denen man schon das ein oder andere Hindernis hinter sich gebracht hat, relativ ärgerlich, wenn dann kurz vor dem Ziel dann doch noch der Alarm ausgelöst wird, obwohl man sich eigentlich sicher ist, alles richtig gemacht zu haben. Und trotzdem macht Syndicate einen guten Eindruck, spielt sich dann dank der verschiedenen Elemente doch relativ abwechslungsreich. Hier im Bild haben wir noch eine Verfolgungsjagd auf der Kutsche. Erinnert ein bisschen an die Seefahrtselemente in Black Flag, ist aber eine ganze Ecke kurzweiliger. Ein paar Sorgenfalten auf unserer Stirn hat dann noch die technische Umsetzung des Spiels bei uns hinterlassen. Syndicate sieht wunderbar aus, London so authentisch wie wohl keine andere Spielwelt. Aber gerade Kantenflimmern und Framerate werden in unserem Test im Oktober definitiv ein Thema sein. Damit nochmal der Verweis auf unser Hands-On und bis zum nächsten Mal.